Willkommen zur ersten Folge von Alien Isolation. Mal eine etwas andere Art von Game als sonst. Aber ich habe das hier mal in Epic Games Bibliothek gefunden und habe gedacht, ja komm, warum eigentlich nicht? Ein Story Game passt doch eigentlich ganz gut als Überbrückung, bis dauernd wieder losgeht. Denn ich glaube, in dem Game muss man nicht wirklich viel grinden, sondern kann einfach die Story genießen. Was dann auch heißt, dass ich wahrscheinlich nicht allzu viel schneiden muss und somit im Notfall auch genug Zeit hätte, beide Projekte zeitgleich zu bringen. Aber jetzt genug gelabert. Ich würde sagen, wir starten einfach rein. Ach ja, das ist ein Horrorgame. Wer davon also kein Fan ist, am besten jetzt abschalten. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein ins Spiel. Wir sagen Hauptkampagne. Und starten ein neues Spiel. Normalerweise würde ich mich für Mittel entscheiden, weil halt Mittel klingt genauso, wie es sein sollte. Hier bei Schwer steht dabei. Hier bei Schwer steht das empfohlene Spielerlebnis. Herausfordernd und furchterregend. Und ich meine, wenn es empfohlen ist, nehmen wir es auch mal, ne? Schwer. Oh, neues Spiel starten. Alle Speicherdaten ihrer aktuellen Kampagne werden überschrieben. Ja, das macht nichts. Ich habe nur einmal das Spiel gestartet, um die Einstellungen zu überprüfen. Das heißt, da wird nichts verloren gehen. Gut, das Game startet gleich mit einer Cutscene. Ich habe die letzte Mal einfach übersprungen, damit ich mich nicht spoilern lassen kann. Aber jetzt werden wir die erstmal gemeinsam gucken. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Oh, kein guter Start. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Okay, kein allzu übersprechender Start. Es sind direkt alle gestorben. Ich hoffe mal, wir werden ein bisschen länger überleben. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ist die Tochter dann wahrscheinlich von der Vermissten gerade? Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Zitoro was? Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Okay. Wir suchen also wirklich unsere Mutter anscheinend. Ich sag mal so, mich würde normalerweise keiner ins All kriegen, echt. Aber für meine Mutter würde ich auch auffliegen. Okay. Von unten links kurze Lebensleiste gesehen, kein gutes Zeichen.
Guten Morgen. Wahrscheinlich irgendwie so eine Kryo-Schlafkapsel oder so. Okay. Ja, und ab hier startet das Spiel. Und bis hierhin hatte ich auch gespielt. Dann bin ich einfach in die Einstellungen reingegangen. Da war das eingestellt. Ich würde sagen, wir melden uns jetzt mal an. Und gucken dann mal, was passiert. Ziel aktualisiert. Erkunden Sie die Torrents. Dann machen wir das mal. Die anderen scheinen schon alle aufgestanden zu sein. Was entsteht hier, dass sie schon angemeldet sind? Bewege ich mich langsam. Kann man irgendwie sprinten? Was war da? Suchen? Oh, wir können ihn direkt ausrauben hier. Schrott. Subkutane Impfpistole oder so. Und ein Sensor. Gab's mir auch was zu holen? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, doch, der sieht auch noch zu aus der Schrank. Ja, perfekt. Nochmal Schrott und Bindemittel. Dann nehmen wir alles mit. Dann mal weiter. Schon mal ziemlich eng hier. Gehen wir mal hier rein. Hier sieht es nach, genau, Personal Storage aus. Weißt du, sind hier irgendwo unsere Sachen? Es ist einfach so ruhig und leer hier. Wo sind die denn alle? Wet Floor. Was haben wir hier? Ein Aufzug? Eine Dusche oder so? Oh ja. Okay, Duschen brauchen wir nicht. Hier leuchtet wieder grün. Ach, guck mal, hier steht unser Name drauf. Ripley. Was für eine Storage. Ziehen wir mal unsere Sachen an. Okay, perfekt. Was haben wir hier? Irgendeinen Bildschirm, den wir an- und ausmachen können. Okay, glaube ich nichts Wichtiges. An Registrierungspunkten können Sie manuell speichern. Sie werden vor Feinden in der Nähe gewarnt. Okay, speichern wir mal und hoffen mal, dass wir keine Warnung kriegen. Aber ich glaube, wir sind noch ein Tutorial-Gebiet. Überschreiben? Ja. Habe ich ja schon. Hoffentlich mal geklappt. Was haben wir hier? Auf Terminal zugreifen? Oh. Knapp verpasst. Elaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade ein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Okay, das scheint irgendwie so in Ordnung zu sein, wo man immer Informationen kriegt über die Story. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch etwas verkaufen kann. Die selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zur Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich hörte, bezahlt Wayland Yutane ordentlich. Für Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schon... Wenn man sie nicht schlagen kann, was... Achso, wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Okay, dann komme ich hier wieder raus. Escape schon mal nicht. Akku. Akku ist zurück. Okay. Scheint irgendwie eine große Firma zu sein, die allen Kleinen irgendwie ein paar Probleme macht. Kennt man ja nicht anders. Aber kann es eigentlich auch egal sein, weil wir wollen dann unsere Mutter finden. Oh, ich bewege mich so langsam. Also ich habe in der Einstellung gesehen, es gibt einen Sprintknopf, aber ich weiß nicht genau, ob wir den noch freischalten müssen oder so. Okay, hier scheint es zu sein. Alter, bin ich langsam. Okay, hier ist ein Fenster. Und da ist jemand. Das erste Lebenszeichen. Ist doch schon mal gut. Ein bisschen schneller um die Ecke hier bitte. Hallo? Hallo? Ah, oh. Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich.
Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Okay, sprechen Sie mit Samuels, haben wir abgeschlossen. Jetzt sollen wir noch mit Taylor sprechen, oder wie die gerade hieß. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe nur keine Ahnung, wo die sich gerade rumtreibt. Oh, benutzen. CT-Scanner, oder was? Was ist das hier? Oh, ich habe irgendwie seine Liege weggenommen. Ultrasound, das kannst du drin irgendwie scannen lassen oder so? Keine Ahnung. Röntgen. So, das war das Wort, was hier nicht einfiel. Aber ich kann mich anscheinend nicht reinlegen. Na gut, gibt es hier noch irgendwas zum Looten? Hier blinkt alles. Aber ich habe keine Ahnung, was irgendwas macht. Lass ich mal lieber nichts an. Rollstuhl haben wir auch für Notfall. Alles keine allzu guten Zeichen. Fangen wir den Weg einfach mal. Wieso ist das hier so nebelig? Ich bin schon direkt paranoid hier in solchen engen Gängen. Also ich habe einen der Alien-Filme geguckt. Ich glaube sogar der erste Teil war das. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst. Ja, diese Lüftungsschächte, die gab es auch im Film. Da kam das Ding immer rausgekrochen, aber... Naja, mal sehen. Ist irgendwas zu looten? Naja, ich glaube, wir sind auch noch ein Tutorial-Gebiet. Leider konnte ich nicht hoch. Suchen wir jetzt mal Amanda. Nee, Amanda? Amanda war ich. Taylor. Ich hab's nicht so mit Namen. Von rechts waren wir, glaube ich, schon, ne? Ja. Hier ist ein neuer Weg. Und das wird sie wahrscheinlich sein. Hallo. Taylor, guten Morgen. Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Oh. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Okay. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Gut. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Ah ja, immer die Vorgesetzten. Tut mir leid, das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Von dem komme ich gerade. Sprechen Sie mit Taylor? Abgeschlossen. Sehr gut. Jetzt nochmal so ein Info. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Okay, wir sind anscheinend da. Aber hier gibt es noch so ein... Okay, bis gleich. Hier gibt es noch so ein Informationscomputer. Ich würde sagen, wir lesen das mal. Ich würde schon gerne die Story kennen auch. Uff, das ist aber viel. Viel zu lesen. Hey Taylor, ich habe Ihren Antrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Dateien auszugraben. Und der Vorfall war auch vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details bin ich mir also nicht mehr sicher. Im Jahre 2122 ging der Frachter USCSS Nostromo von Weyland Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung. Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Dell ist der Captain, Ash, die wissenschaftliche Offizierin, Kane, der erste Offizier, Ripley, dritter Offizier, okay, Ripley ist unsere Mutter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und Lambert, der Navigationsoffizier. Kann ich da noch reingehen? Nein, ne? Glaub nicht. Dann freigeben, Passagierliste der Torrance. Ja, das haben wir doch gerade schon gelesen. Ach, ich kann doch noch runterscrollen, oh, okay. Dauert das lange, super. Aber hier steht auch nichts Interessantes, glaube ich. Ne, steht nur, was die gemacht haben. Die haben Frachtschiffe umgerüstet und abgeschleppt. Sonstigen Kram gemacht, aber das... Ja. Ist auch nicht so interessant, glaube ich. Gehen wir mal lieber zur Brücke. Captain wartet schon. Hat mir geblutet, ne? Jo, sieht so aus. Aber wann kann ich endlich sprinten? Ich bin so ultra langsam. Ich hoffe, Hallo. Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrance in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Stolz. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus.
Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Wo? Okay, wir docken jetzt an. Bei Sevastopol. Oder Einsatzdokumente abholen. Hab ich. Okay, okay. Oh, Cutscene, let's go. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Super. Kennt gar nichts. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Ein richtiger Krankenhausfernseher. Ist im Eimer. Da kann ich die Torrents nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Ach du Scheiße. Hallo Marshall? Nächster Stand aus dem ernstes Problem. Marshall, Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Warte, was? Wir sind jetzt rüber? Und wieso kann ich nur für 24 Stunden hier bleiben? Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Samuels, Alter. Richtig ein NPC. Was machen die jetzt? Springen oder wie? Was ist hier passiert? Was machen wir da? Mein Gott, Ripley. Ist da eine Brücke? Sie machen das gut, Taylor. Hä? Haben wir schon 2 Leute verloren? Das wäre mein Albtraum, so irgendwie aus dem Raumschiff zu fallen und einfach zu fallen. Man passiert ja auch nichts mehr. Wir drehen sich jetzt einfach bis in Endlichkeit weiter. Das ist unangenehm. Solange bis der Sauerstoff halt ausgeht. Oh Gott. Egal, komm, alles für die Familie. Ich geh dann einfach mal. Hallo? Was war da? Umziehen? So sieht schon mal ein Anzug aus, oder wie? Muss ich das machen? Scheint so. Weiß nicht, ob ich einen Anzug eigentlich ausziehen möchte, aber na gut. Machen wir es mal. Okay. Ich glaube, jetzt geht's los. Hallo?
Am Registrierungspunkt können sie manuell speichern. Sie werden vor Feinden in der Nähe gewarnt. Den Tipp hatten wir ja schon mal. Gut, unser Ziel ist es, Hilfe zu suchen. Was liegt da? Schrott, hey, nehmen wir mit. Hier können wir speichern, machen wir mal. Oh, scheint keine Feinde da zu sein. Sehr gut. Wir hatten auch eine Karte. Ich hab die auf Tab gelegt, glaube ich, ne? Ja. Das heißt, man hat hier eine Karte, da sind wir reingekommen. Immer wenn wir hier durch irgendwelche Räume laufen, dann decken wir die auf. Und ich würde auch schon immer gerne alles erkunden. Ich möchte das Spiel auch zu 100% durchspielen. Weil das klingt nicht so gut und das sieht auch nicht so gut aus. Ja, mein Reden. Das klingt nicht so gut. Und was ist denn hier passiert, Alter? Das hier müsste der Weg einfach im Kreis sein, ne? Zurück. Sieht so aus. Trotzdem sicherheitshalber mal rein, aber... Ja, da haben wir gerade gespeichert. Okay. Kein Loot übersehen. Sehr gut. Gucken wir mal weiter hier rum. Aha. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Wie kann es hier eigentlich brennen? Das gibt's ja nicht. Ist ja nicht immer der Sauerstoff weg? Oh, sehr nett. Das ist laut. Alter. Er hätte das hier ein Schild hingestellt haben. Das hat's nicht gesehen, das Loch. Ach. Ist ja praktisch. Das so, das macht mich nervös. Überall sind hier Löcher nach oben. Okay, ich denke mal, kommen wir gleich rechts wieder raus, einfach hinter dem Loch. Willst du noch weiter nennen? Sieht nicht so aus. Mal raus hier. Ja. Hier waren wir gerade. Auf der anderen Seite. Was sind das für Geräusche? Hallo? Ist immer noch keiner hier? Sind wir da? Space Flight Control. Natürlich zu. Warum auch nicht? Das haben wir da drüben. Angestellten Launch haben wir hier. Sieht aber auch ein bisschen trostlos aus. Oh, was haben wir da? Ethanol, nehmen wir mit. Und weitere Informationen. Auf Terminal zugreifen. Ordner fehlerhaft freigeben und Ordner fehlerhaft. Was haben wir hier? An den Maschinenraum. Also Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Okay, Sevastopol ist die Raumstation, wo wir jetzt gerade sind. Das erklärt schon mal, warum hier keiner mehr ist. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Positionierungen sprechen. Aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesatzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen. Und wir werden die Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt. Und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits. Schief. Okay. Das heißt, diese Station hier wurde stillgelegt. Aber... Vor wann denn? Wir sind doch extra hergeflogen gerade, oder nicht? Weil jemand war. Das sieht mir jetzt nicht so einladend aus. Oh, ja, perfekt. Ist hier eine Barriere? Ja, ich kann hier gar nicht reinfallen. Oh, nice. Was blinkt da? Ist das so ein Sprengstoff? Ja, das war jetzt zu erwarten, sag ich mal. Erleben wir das oder habe ich irgendwas verkackt schon direkt vor einem Jumpscare, wollte ich schon sagen. Ein Quicktime-Event. Nee, ne? Verflucht nochmal. Da hat er ein Viertel Leben verloren. Okay. Was haben wir hier? Leuchtfackel. Das wird helfen. Ich meine, ist da hell genug drin. Halten zum Öffnen des Inventarrades. Und Maus zum.
Zum was? Kuh für Inventar. Okay. Das ist auch eine wilde Tastenbelegung. Ja, zum Drücken, zum Aktivieren. Und so dunkel ist das auch nicht. Mit Survival-Spieler, ich teile mir meine Ressourcen gut ein. Und hier ist das schon wieder hell. Nur verschwendet. Jetzt haben wir zwei Wege. Links oder rechts ist jetzt die Frage. Wir bleiben erstmal hier auf dem rechten Weg und gucken aber immer links diese Barriere rüber. Sehen, wo es hingeht. Okay, da wäre eine Treppe. Und hier Gepäckrampe senken. Ah, okay. Wäre einfach nur eine Abkürzung gewesen. Geht's hier noch weiter? Da kommen wir doch auch durch, oder? Ah ja, ist nur die Frage, welcher Weg? Gott, das klingt alles nicht gut. Hier leuchtet es grün. Grün heißt Loot, habe ich gelernt schon. Suchen, perfekt. Komponente B. Kein Plan, was das heißt. Was haben wir da? Auch nochmal ein Komponent B. Aber das ist eine Sackgasse. Ja, perfekt. Dann haben wir uns richtig entschieden. Immer erst die Sackgassen erkunden und dann den richtigen Weg gehen. Das Game einmal eins. Gut, dann gehen wir mal hier die Leiter hoch, würde ich sagen. Okay, ich glaube, ich habe Schritte gehört. Keep moving. Ja. Jetzt will ich eigentlich nicht mehr da hoch. Na komm, klettern wir mal. Ich muss selber klettern. Was ist das für eine krasse Leiter? Einfach die COD-Goldtarnung drauf. Okay, hallo? Schon mal keiner, der uns gleich auffrisst. Sehr gut. Ich weiß, es eigentlich wird irgendwann kommen. Irgendein Radio? Oder Kassettenrekorder? Radioempfang werden wir hier wahrscheinlich keinen haben. Viel Loot haben wir nicht. Oh, großer Raum. Hallo? Ja. Oh. Ist da wer? Gute Frage. Sieht mir nicht so aus. Strom wiederherstellen. Okay, ich verstehe nicht ganz, warum hier keiner mehr ist. Wir sind doch hier extra hingeflogen zu dieser Raumstation. Weil wir ja hier halt Informationen finden, weil der Flugschreiber hier ist oder so. Und jetzt ist einfach keiner mehr hier. Ich meine, wieso sind wir denn hier hingeflogen? Wie lange ist schon keiner mehr hier? Sieht schon ziemlich verlassen aus. Zugangscode benötigt. Noch nichts eingeben. Oh, sieht aus wie dicken Loot da drin. Kann man auch nicht rein. Wir auch nichts machen. Oh, ich kann sprinten. Oh, endlich. Oh. So viel angenehmer. Durch Nutzung des Terminals wird die Karte mit unerforschten. Was? Karte aktualisieren? So, jetzt kann ich die Sachen, die ich verpasst habe, aufdecken lassen, oder wie? Mal sehen. Nee, ich habe einfach nur einen weiteren Bereich freigeschaltet, oder? Das hatten wir, glaube ich, schon alles. Okay, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, was das gebracht hat. Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Ist auch kein Strom. Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Können wir speichern? Machen wir mal direkt. Können wir sehen, ob hier irgendeine Feindwarnung kommt? Anscheinend nicht. Ja, überschreiben. So, was haben wir hier? Geringe Energie. Na gut. Zum Glück hängt hier ein 200 KJVS-Generator rum. Keine Ahnung, wofür er steht. Ah, man muss sperren, okay. Na komm. Oh, perfekt. Oh, Strom läuft wieder. Jetzt können wir uns hier anmelden oder so. Ich glaube, wahrscheinlich wäre so ein Sachen zum Lesen, ne? Ja. Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders dann gebracht. Sie haben alles offen liegen gelassen, da hätte sich ja jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einer der Lagerräume versteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Oh ja, sehr gut, jetzt kommt man in den Lootraum hinten ran, glaube ich. Keine Panik. Hier mal, gib mir Rotes im Terminal.
Nicht nach dem Vorfall. Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub. Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Anna. Okay. Beigeben. Auf Wiedersehen von Sexen? Öffentlicher Hinweis, die Stilllegung der Sevastopol. Wir hatten eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist sie jetzt zu Ende. Sexen Corporation möchte bei dieser Gelegenheit alle jene danken, die im Laufe der Jahre auf Sevastopol gearbeitet und gelebt haben und hofft, dass Sexen dazu beigetragen hat, die Situation zu einem besseren Ort zu machen. Unser Vertrauen und unsere Investitionen in diese Station schwanken nie. Sie können sich darauf verlassen, dass Sexens Apollo-Haupt-KI und die Huawei-Androiden Sevastopol dienen werden, bis auch die allerletzte Niete entfernt wurde. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, denn schließlich ist Sevastopol nicht nur eine Station. Wir sind die Menschen. Sexens Corporation hat es geschrieben. Okay, ich kann mich auch an irgendwelche Androiden in diesem Film erinnern. Die waren auch nicht gerade so nett, aber na gut. Da muss ich noch hinkommen, ich will jetzt auch nichts spoilern. Den Strom abschalten, so eine Audiodatei. Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab, schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte, die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Okay, Sie haben eine Spur. Eine Spur von was? Klingt aber nicht so gut. Zubehör. Energie, Knotenpunkt D13. Abflug auswählen, was? Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Achso, ich habe gerade schon irgendwas aktiviert jetzt, oder wie? Ich geh schon. Okay. Hab ich mir jetzt eingebildet oder waren einfach irgendwelche Leute gerade? Hallo? Die Frage ist, von was sie weggelaufen sind. Leer. Geht auch nicht weiter. Hä? Hab ich das jetzt eingebildet oder waren da wirklich Leute? Bin eine Mitte mitnehmen. Also ich habe, dass ich welche gesehen habe, weiß ich, aber ob mein Charakter sich das eingebildet hat. Egal, wir gehen erstmal looten, würde ich sagen. Was war das? Oh, das ist eine hohe Maßnahmenwürdigkeit. 0, 3, 4, 0? Ja. Sehr gut. Was haben wir hier? Haufenweise Kisten? Einen Sensor. Geht auch nicht so viel versprechen. Anscheinend müssen wir irgendwann noch irgendwas jagen. Schrott einsammeln. Nehmen wir mit. Was ist das hier? Field Medikit. Irgendein Bauplan oder so. Kann ich nicht. Oh doch, kann ich doch mitnehmen. Sie haben einen Bauplan gefunden. Greifen Sie mit Q auf das. Jetzt ist alles abgehackt. Auf das? Ah da, Medikit. Ach du, was ist das denn? Ethanol. Achso, hier links sehen wir unser Inventar. Wir haben Ethanol, zwei Sensoren, diese Impfpistole, Komponenten und Schrott. Und wir brauchen zum Herstellen 10 Schrott plus eine Impfpistole, ein Komponente B und ein Bindemittel. Hier klicken, um zu basteln. Ah, okay. Nee. Doch. Wir müssen das alles einmal herstellen. Oder auswählen. Und dann sagen wir hier klicken, um zu basteln. Dann stellen wir uns das her. Ah, okay. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber kriegen wir hin. Und noch ein bisschen Schrott. Aber ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts weiter. Gucken wir mal dahin, wo die hingelaufen sind. Vielleicht finden wir noch jemanden. Aber sieht mir auch in einer Sackgasse aus. Okay, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, was hier los ist. Bindemittel und Komponenten. Nehmen wir mit. Dann können wir hiermit interagieren jetzt mit Strom? Nee. Gut, dann ab nach oben, würde ich sagen. So ein bisschen Werbung. Corlander. Ist das Zigarettenmarke? Das ist eigentlich alles voller Graffiti. Er hat sich gedacht, ich nehme Graffiti mit ins All. Security Checkpoint, okay. Oh, alles dunkel. Wird die Musik so unheimlich? Sieht mir gefährlich aus. Komme ich da vorbei? Ja. Macht das Schaden? Jetzt würde ich gerne wissen, ob das Schaden macht. Was ist, wenn ich sofort tot bin? Na, lieber nicht. Ich habe
kann das nochmal alles nochmal vorne zu machen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man stirbt. Schrott und Bindemittel nehmen wir mit. Hier war nichts mehr, ne? Sieht mir nicht so aus. Gucken wir mal weiter. Space Flight Terminal. Ach, da waren wir vorhin schon vor der verschlossenen Tür. Was zur Hölle ist hier passiert? Das frage ich mich auch. Es sieht schon cool aus, so auf einer Raumstation, aber ich würde hier niemals in echt hingehen. RIP Sevastopol. Steht hier. No Hospital, no Authorities, no Hope. Super. Keine Krankenhäuser, keine Vorgesetzten oder Autoritäten und keine Hoffnung. Was haben wir da? Fahrstühle, Geschenkeshop. Wir gucken mal was im Geschenkeladen, oder? Ist jetzt oben oder unten? Vidicom. Fast Cash. Keine Ahnung. Ionenschneider benötigt. Okay. Das sieht mir aus wie irgendeine Security-Kamera. Wäre nicht schlecht, wenn wir da reinkommen. Dann könnten wir vielleicht irgendwelche Aufnahmen gucken, angucken, was hier passiert ist. Strangers will be shot. Okay. Nicht so freundlich, die Leute hier. So, was haben wir? Jetzt los. Hallo? Die Torrens. Das ist unser Schiff. Soll ich jetzt den Leuchtfackel anmachen? Ich bin hier. Hier drüben. Verlaine. Kontaktieren Sie die Torrens. Ja, wie denn? Hm? Verdammt! Was ein Zufall, würde ich sagen. Ich denke, erst hat jemand zugemacht mit Absicht. Was mich noch nervöser macht. Licht ist aus. Ich hab hier irgendwelche Schritte gehört, dachte ich gerade. Ich bin echt verwirrt, was hier abgeht. Ich habe keine Ahnung, bis hier noch Menschen rumlaufen oder nicht. Ob das jetzt hier schon seit Jahren verlassen ist oder erst seit 2 Stunden? Ich weiß es nicht. Von Aussehen her würde ich sagen, schon ewig verlassen. Ich weiß es nicht genau. Hier oben scheint es aber nichts mehr zu geben. Hör mal runter. You always know Working Joe. Okay. Was haben wir hier? Strom wiederherstellen. Habe ich doch schon, oder nicht? Da gibt es hier nochmal extra Stromgeneratoren. Jetzt kommen wir da auch nicht mehr rüber, denke ich. Da sehe ich auch jetzt nichts rumliegen und die Tür hat, glaube ich, auch rot geleuchtet. Ja. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Amusement. Geht doch gut. Ach, hier ist so eine Arcade-Game-Halle. Was haben wir hier? Eine Leuchtfackel. Nehmen wir mit. Round around. Was? Run around Rex. Kenn ich nicht. Ich war auch nie in so einer Halle drinnen. Echt. Kenn ich mich gar nicht mit aus. Und hier ist ein neuer Generator. Dann aktivieren wir ihn auch nochmal. Gehen vielleicht da durch die Tür durch. So, Strom läuft wieder. Ja. Und die Tür ist auch aufgegangen. Perfekt. Können wir noch eine Runde spielen? Ist das 4 Schritte oder nicht? Oder nicht? Keine Ahnung. Kann anscheinend nicht mit denen interagieren. Na, guck mal da rein da. Okay. Hallo? Ihr habt ja auch gerade einen Schaf vorbeilaufen sehen, hoffe ich mal. Okay, jetzt ist auf jeden Fall ist hier irgendwo jemand. Hallo. Abspielen? Nee. Erstmal umgucken. Schacht. Na super. Das heißt, hier ist jemand durch den Schacht abgehauen, denke ich mal. Dann spielen wir einfach mal ab. Mal gucken, was passiert.
Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Okay, gab anscheinend einen Aufstand. Und jetzt, ja. Habe ich immer noch Angst, weil ich nicht weiß, wo der hin ist, der hier war. Spiel speichern, perfekt. Das machen wir dann mal. Sicher ist sicher, bevor ich das gleich irgendwie abnippel. Ja, bin ich mir sicher. Okay, was haben wir hier? Terminal zugreifen. Weitere Informationsquellen für uns. Okay, den Stecker ziehen. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schuldner nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht alleine. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt sind unsere Haaren zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sich hier nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende, Harper. Okay. An alle Mitarbeiter des Raumfahrtterminals. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Die Kolonial-Marshalls untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro von Marshall Waits. Was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI, die Saxons Hiwi-Androiden auf Sevastopol überwacht und ihm beratend beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation. Wo immer sie auch sind, sie sind in guten Händen. Aber gut. Scheint mir ja nicht so. Komm ich hier nochmal raus? Ach ja, cool. Bisschen merkwürdige Tastenbelegung, aber okay. Also, wie es aussieht, ist hier einfach die Wirtschaft runtergegangen. Der ganze Laden wurde geschlossen, aber es wurde keiner mehr von der Raumstation gelassen, warum auch immer. Jetzt ist die Frage, wollen wir da rein oder nicht? Anscheinend wollen wir da rein. Ist das doch Schritt, oder nicht? Egal, einfach durch. Was war schon passiert? Wir haben gerade gespeichert, also alles gut. Hoffe ich. Hallo? Könnte alles Mögliche sein. Könnte halt auch irgendein Überlebender sein, der hier rumläuft. Schacht öffnen. Ausklammern. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Scheint auf jeden Fall alles wieder kaputt zu sein. Möchtest du den Marshalls beitreten? Eigentlich gerade nicht, danke. Hier fällt alles auseinander. Ja, das meine ich ja, aber warum? Wie lange sind die schon weg? Was ist das hier für ein super Gerät? Keine Ahnung, aber man kann nichts mitmachen, oder? Doch gerade eben kurz was da benutzen. Was ist das für eine Hitbox? Soll das sein? Ein Roboter zum Staubsaugen? Jetzt kann ich da hochgehen. Wir gucken aber erstmal hier weiter. Hier scheint auch eine Sackgasse zu sein. Also ist das da der richtige Weg. Na gut, dann gehen wir da rein. Was mit der anderen Seite? Nochmal da reingucken? Ne, auch eine Sackgasse. Okay. Da nicht zu hoch hier. Was für Geräusch? Keine Ahnung, warum die so gestimmt hat auf einmal. Klingt nicht gut. Ich werde echt alles auseinander. So.
Normalerweise würde ich ja Passagen, wo nicht so viel passiert und ich nicht so viel sage, einfach rausschneiden. Ich denke hier über so ein Story-Game, vor allem über so ein Story-Horror-Game, da ist erstmal alles drin. Einfach für die Atmosphäre. Okay. Ist die komplette Decke runtergekommen? Aber kommen wir auch noch gut durch, sehr schön. Okay. Jetzt ist immerhin, es war ein Mensch und kein Alien. Jetzt ist nur die Frage, ob das ein netter Mensch war oder ein böser Mensch. Und vor was er weggelaufen ist halt. Kam wieder aus der Sackgasse raus. Okay, sehen tue ich hier niemanden. Wollen wir den einfach mal, vielleicht holen wir den noch ein. Das ist hell, das blendet ultra. Hier ist auch nur sowas zu looten. Kann ich Lichter ausmachen? Nein. Trust no one. Okay. Also da lag gerade eine Leiche? Mitten im Flur? Scheint mir so. Okay, schon mal kein gutes Zeichen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll zu erkunden. Es ist riesig. Irgendein Aktenkoffer, aber auch nichts zum Aufsammeln. Unclaimed Baggage, also verlorene Sachen. Grundsachen sozusagen. Plasmaschneider benötigt. Da wird es wahrscheinlich Loot drinnen geben. Brauchen so einen Plasmaschneider. Ist ja schon die zweite Tür. Auch wenn ich gar nicht mehr weiß, wie ich zur ersten zurückkommen soll, um die aufzumachen. Oh, sorry, einfach über die Leichen gelaufen, aber... Das da vorne muss der Ausgang sein. Muss wohl. Gehen Sie durch die Haupttür. Ich würde mich erstmal noch vorher umgucken. Ich werde wahrscheinlich sowieso nicht durchkommen, ne? Nee. Wartungsheber benötigt. Gut, bevor wir jetzt gleich die Treppen hochgehen, spielen wir das mal ab. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen, verdammte Scheiße. Hier überall Geräusche. Hier das Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Er hat das gleiche Problem wie ich. Ich höre auch überall Geräusche. Luthers will pay. Oh. Da fühle ich mich angesprochen. Aber egal, wir werden uns trotzdem noch weiter umgucken. Die Gier ist größer als die Angst. Was haben wir hier? Sieht aus wie eine Tür, die wir aufmachen können. Jo. Ah, sieht mir nicht so sicher aus. Scheint hier irgendwie so im Lagerraum zu sein. Das ganze Reisegepäck. Wer stellt hier diese Flutlichter hin, Alter? Man kann nichts erkennen, wenn man von da kommt. Was ist das hier? Generator. Machen wir einfach mal an, würde ich sagen, ne? Keine Ahnung, wofür der ist. Was sollen wir jetzt gleich rausfinden? Nochmal einen kleinen liebevollen Stups darauf und dann. Okay, die Tür geht auf und Licht geht an. Zwei positive Sachen eigentlich. Ja, nicht diese Geräusche im Hintergrund. Ist die Frage, wo lang? Gucken wir da rein oder da hoch? Jetzt auch rein. Oh, ja, so viele Wege. Okay, hier scheint nichts zu sein. Nehmen wir einfach mal hier hoch, komm. Klingt auch nicht gerade sehr gut hier. Ich habe Bierdosen. Da ist der andere Weg. Hier ist zu. Wahrscheinlich rein oder so. Wir brauchen auch diesen komischen Wartungsheber. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was ein Wartungsheber ist. Deswegen weiß ich nicht genau, nach was wir gucken. Was wir gucken, ja, nach was wir suchen. Ich bin schon komplett abgelenkt, weil ich jetzt diese Schritte im Hintergrund höre, die mich wahnsinnig machen. Was haben wir hier? Dunkler Gang. Ionenschneider. Wir kommen nirgends so weiter. Oh.
Das ist der erste Tote. Und hinten im Schrank liegt sogar noch ein Totenkopf rum. Die Frage ist, ist jetzt der Typ, den wir vorhin gesehen haben, der vor uns weggelaufen ist? Oder liegt er da schon länger rum? Schlimme Zeit, ich habe die Alien-Filme gesehen. Aber weiß, dass immer das Alien kommen wird. Oh Mann, ich hab gar keinen Bock drauf. Hier ist überall eine Sackgasse, wie es aussieht. Ich glaube, wir müssen nochmal rausgehen, komplett. Und dann vielleicht die Treppe hoch da hinten. Kommen nicht weiter, wir brauchen den Ionenschneider. Oder halt diesen Wagenheber. Wie das Teil nochmal hieß. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rechts die Treppe hoch. Soll ich von irgendeinem fallenden Fernsehfeuer erschlagen werden. Na egal, war nur eine Fehlfunktion sicherlich. Was haben wir hier? Keine Ahnung, irgendwer hat da irgendein Durchmesser ausgerüstet. Ausgerüstet, ausgerechnet. Looters will pay. Aber wirklich viel zu looten gibt's hier auch nicht mehr. Waren schon die Leute schneller als ich. Was piept hier? Oh, was haben wir hier? Personal Storage. Zu verstecken halten? Oh nein. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Komme ich wieder raus? Einfach E drücken, okay. Ja, eigentlich habe ich jetzt gedacht, ich gehe da ran und hole mir Loot raus, aber wie es aussieht, geht jetzt hier bald die Action ab. Wir können speichern und haben einen Schrank, wo wir uns verstecken können. Das ist keine gute Kombination meistens. Naja, überschreiben. Okay, mal sehen. Gehen wir gleich rein, wir gucken uns erstmal hier weiter um. Noch ein Raum. Hier ist noch ein Rundgang, ne? Hier hat jemand Schach gespielt. Aber ansonsten liegt hier nichts rum, wie es aussieht. Oder hier vielleicht noch eine Pinnwand, aber ne. Gut, gucken wir hier rein. Das sieht nach einer Sackgasse aus. Es ist auch eine Menge kaputter Computer. Was haben wir hier? Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Okay, hier war es so anscheinend jemand, der betrunken war, aber er hat einen Wartungsheber. Und das Ding brauchen wir. Der wurde irgendwo eingesperrt. Wahrscheinlich dann hier irgendwo. Mal hier einfach rein. Wir haben hier Blut. Schon mal kein gutes Zeichen. Was steht da? What is that? L-T-E-D-T-O? Ach so, what led to us? Also was hat es hierher geführt? Ja, Englisch. Auf jeden Fall Stärke schon mal. Gut, aber kein Wagenheber. Wagenheber, wie sag ich mal? Wagenheber. Wartungsheber. Ich habe aber wieder so ein Schacht nach oben. Oh, das ist so ein... Also Wartenkammer, würde ich sagen. Könnten wir fündig werden. Da liegt auch schon der Typ rum, denke ich mal. Wir gucken hier alles ganz genau an, damit wir nichts übersehen. Was wir zum Beispiel noch looten könnten. Was ist so ein schöner Overhead-Projektor hier? Oder was ist das? Ist ein Radio hören nebenbei? Ja, ne. Da läuft nichts Gutes. Klettern möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht, danke. Oh, Scheiße. Okay. Oh, sein Werkzeug blinkt. Ich denke mal, das wird dieser Wartungsheber sein. Und da die Tür zu ist, müssen wir wahrscheinlich hier durch. Na komm, bringen wir es hinter uns. Immer noch ein bisschen auf der Hut. Da ist ja hier immer noch ein Speicherpunkt mit dem Schrank zum Verstecken gab.
Also weiß ich nicht, ob wir jetzt gleich irgendwie angegriffen werden oder irgendwie auf dem Rückweg verfolgt werden. Aber ich bin bereit. Ah, Blut. Vielversprechend. Okay, da ist Loot. Wir können schon mal das Ding anmachen hier. Ich will eine Beschwerde einreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Danke. Haben Sie verstanden? Ja. Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß-Marshals. Die sollten uns beschützen. Das ist ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Darf ich mal? Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Gesperrt. Wie? Um niemanden rauszuhalten. Ich habe solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Okay. Ich denke mal, das war seine Sprachnotiz. Machen wir seinen Ausweis mit. Und seinen Wartungsheber. Das Ding ist, als ich das Ding aus der Hand genommen habe, kam natürlich ein Käfer rausgekrabbelt. Das heißt, der wird da schon ein bisschen länger liegen. Strebe entfernen. Lol. Warte, rechte Maus hast du, linke Maus hast du halten? Drücken Sie A. Oh, weil. Es gibt also doch Finger raus. Aber abgestochen die Finger. Es gibt also doch Quicktime-Events. Na gut. Wir haben jetzt immerhin das Teil. Das heißt, wir kommen durch diese Türen durch. Was mich freut. Wir brauchen immer noch diesen Ionenschneider. Muss ich das jetzt jedes Mal machen? Ja, okay. Mal kurz hier die Finger abklemmen. Und weg damit. Was haben wir hier? Kann ich noch ausrüsten als Waffe oder so? Ich meine, mit diesem dicken Schraubenschlüssel können wir schon ordentlich zuschlagen. Wahrscheinlich nicht so. Da liegt wieder irgendeine Spritze rum. Und nochmal ein Audio-Abspielgerät-Ding. Folgende Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich würde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Was ist das? Sie sind stur. Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Okay. Ich dachte, jetzt kommt jemand. Anscheinend nicht. Oh, egal. Ich habe mich sicherheitshalber schon mal versteckt. Können wir nochmal speichern? Sieht so aus. Ja, okay. Haben wir gespeichert. Ist erstmal wieder sicher. Ich würde aber auch sagen, für die erste Folge reicht das, denke ich mal. Okay. Ich habe das natürlich extra hier mitten in der Nacht gespielt, fürs Extra-Feeling. War auf jeden Fall eine gute Idee. Ey, bis jetzt finde ich das Game richtig geil. Ich habe zwar noch nicht ganz die Story gecheckt oder was jetzt hier passiert ist, aber ich glaube, das soll auch so sein. Dass man das noch nicht ganz durchblickt. Was auch noch zur Spannung beiträgt. Aber ich hoffe mal, euch hat dieses Spiel auch gefallen. War jetzt mal ein etwas ungeschnitteneres Video, denke ich mal. Noch habe ich es ja nicht geschnitten, aber ich glaube mal schon. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge und ich wünsche euch heute Abend noch eine gute Nacht.